Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, Mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten? Ist der Typ über 100 Jahre alt? Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Okay. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Oh ja. Willkommen zurück zu The Order 1886. Wir befinden uns in Kapitel 3. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Okay. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Okay, Chef. Pass auf dich auf. Verstanden. Alter, bis später, Bro. Hier entlang, Monsieur. Okay, Monsieur. Oha. Was haben wir denn hier? Die Asche ist noch warm. Eine Pfeife. Frisch geraucht. Und da ist noch eine Glut drin. Was haben wir hier? Kann man hier noch was sich anschauen? Okay, raus hier. Hallo, Jungs. Hallo. Wie wär's? Habt ihr Lust? Ich hab kein Geld dabei, sorry. Lafayette. Wirf den Apfel auf seinen Kopf. Ja, schön, Apfel untersuchen. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Passiert noch was? Ich kann nichts wegdrücken. Ich kann noch gar nichts wegdrücken hier. Ah, jetzt kann ich endlich mal irgendwie Dreieck drücken hier. Okay. Essensschlacht! Ich komm mal her. Was ist hier er los, Jungs? Blutet wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Haut ab, Jungs. Er ist fertig. Bleib unten, dummer Penner. Haut ab. Okay, gelange unentdeckt ins zum Krankenhaus. Unentdeckt, dann gehen wir lieber unten rum, oder? Versuchen wir es mal unten rum. Ja, der steht
Ah, da steht immer noch nicht auf. Warte mal. Gehen wir mal unten rum. Seltsamer Ort. Was haben wir denn hier? Four pennies. Was sind das hier für Geräusche? Schlafen die Leute? Schnarchen die? Können wir jetzt noch rumgehen? Brüder und Schwestern, kämpft! Schließt euch uns an! Nieder mit der Königin! Okay, hier komme ich nicht durch. Nieder mit dem Empire! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Abschaum nennen sie euch. Eine Schande für das Empire. Ich sage, das Empire ist eine Schande. Die Königin sitzt im schönen Palast auf ihrem dicken Hintern, trinkt ostindischen Tee und lebt von dem Schweiß und dem Blut anderer Menschen. Wir wurden entdeckt. Eurem Schweiß. Eurem Blut. Und wie zeigt uns unsere geliebte Königin ihre Aufmerksamkeit, Unsterblichen? Indem sie ihre Rettung. Hä? Hätte ich jetzt auch unentdeckt dahin gehen können, aber ich hab noch einen Weg gesucht. Dann gehen wir halt durch die Gasse. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Ich schwöre. Ich sage euch wo. Du weißt tot und begraben. Ich habe ihn nur gar nicht. Und kein Gesetz. Deinetwegen ist sie tot! Was schlägst du hier eine Frau? Man schlägt keine Frau. Ihre Hände nicht schmutzig machen. Kann ich hier noch treten? Geht leider nicht. Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Der Ripper, Jack the Ripper, haben die vorhin erwähnt, ne? Krass. Vielleicht treffe ich ihn ja. Vielleicht kann ich ihn ja töten oder so. Also Jack the Ripper ist ein echter Killer, den es damals im Ende des 19. Jahrhunderts gab. Den gab es und auch in London. Die Story, die wir jetzt hier sehen, die ist ja fiktiv, aber Jack the Ripper gab es damals. Das ist ein Serienmörder gewesen. Der hat mindestens 5 Prostituierte damals getötet. Das war im Herbst 1888. Wir sind jetzt ja hier in 1886, da es ja eine fiktive Story ist. Haben die es wahrscheinlich so gedreht, dass irgendwie Jack the Ripper eingebaut werden konnte. Aber ja, Jack the Ripper ist echt. Und der wahre Mörder wurde leider nie entdeckt, ne? Krass. Wir sollten durch diese Tür gehen. Okay. Okay. Ah, ein Dietrich. Stamford Dietrich. Nochmal. Und wann soll ich denn drücken? Halte L2 gedrückt und rotiere R langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Drücke dann R2, um den Zylinder zu aktivieren. Okay, neuer Versuch. Okay, ich verstehe es nicht so sehr.
Hat's geklappt? Wenn die Vibration nachlässt, dann soll ich LR2 drücken. Ah, geht doch. Ich hab's aber trotzdem nicht wirklich kapiert. Okay, wir sind drin. Und jetzt? Ein bisschen Licht wäre besser. Eine Zwischensequenz, wie immer. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Her damit. Bitteschön. Viel Spaß, Boss. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Will er frech sein, hä? Will er mit dumm kommen, hä? Der kriegt's noch zurück, was ab? Was ist das? Aha. Ich hab's nicht eilig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Schatz. Zelda. Mit einem Kuss. Gibt's hier noch was? Ist es Zelda? Okay. Ich glaube, er kauft sie. Er kauft ihre Dienste, glaube ich mal. Okay, weiter geht's. Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Ich hab jetzt keine Zeit. Das glaube ich gerne. Franzosen sehen hier nicht auf. So ein Mist. Blöder Kerl. Watsch, kommt gleich essen. Ich muss da runter zum Roulette-Tisch. Was los, Madame? Ich hab dir keinen Apfel gegeben. Ich hab jetzt einfach nur keine Zeit. Sorry. Okay. Okay, die ganzen Prostituierten wirken auf mich etwas depressiv. Was sollen jetzt mit der Badewanne hier? Gemütlich baden, Roulette spielen, bestes Leben. Die Raben von London. Sie organisieren sich. Krass. Ich werde sie aufhalten. Ich werde sie aufhalten. Major General Lafayette, Veteran der amerikanischen Armee. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Na Quatsch mit der Weiber. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell. Oh oh. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Okay, was hat er vor? Interessant, interessant. Sucht er jetzt hier Deckung oder was? Bist du schon soweit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Können wir uns bei denen verstecken oder was? Hier lang, Schatz.